Der Anfang einer Schiedsrichterkarriere. Statt für Comics interessierte sich Markus Merck schon als 12-Jähriger viel mehr für das Regelwerk der Fußballer. Normalerweise sind 14 Jahre das Mindestalter für einen Schiedsrichter. Mit einer Sondergenehmigung durfte der kleine Markus aber schon 2 Jahre früher Fußballspiele pfeifen. Von Anfang an tat er das mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein. Beim Eckball braucht er nicht auf die Torlinie zu laufen. Nee. Da laufe ich selbst. Und Fouls braucht er nicht unbedingt anzuzeigen. Immer beim letzten Mann bleiben, dass er auch immer sieht, wenn Abseits ist. Ja. Bei Abseits dann immer die Fahne nach oben. Das wäre alles. Das wäre es. Ja. Das fing 1974 an. Ich spielte damals noch Fußball. Und immer wenn ich ins Stadion ging, vor allen Dingen ins Stadion Betzenberg, hat mich die Schiedsrichterei immer interessiert, schon als 10-Jähriger, 11-Jähriger. Und 1974 ergab sich dann die Möglichkeit, an einem Neulingskurs teilzunehmen. Und das war für die Schiedsrichterei zu diesem Zeitpunkt, die immer auf der Suche ist nach Nachwuchs, eine willkommene Werbekampagne. Vom Werbegag zum Senkrechtstarter. Markus Merck auf dem Weg zum ersten Bundesligaspiel. Nervös? Also Nervosität ist mit Sicherheit zu viel. Vor jedem Spiel überkommt einem das Kribbeln im Magen. Das gehört einfach dazu. Das gehört zur Konzentration eines Schiedsrichters. Und nur wo etwas Kribbeln ist, da ist hinterher auch die Konzentration voll da. Ich werde in das erste Spiel genauso reingehen wie in etwa den 1000 Spielen vorher. Ich habe mich genauso darauf vorbereitet und ich freue mich eigentlich auf diesen Tag. Lampenfieber kennt er nicht. Schon von klein auf durch Vater Rudis Engagement beim 1. FC Kaiserslautern an den Kontakt zu Profis gewöhnt, als Schüler an der Seite erfahrener Schiedsrichter. Der Weg nach oben war vorgezeichnet. Mit 23 pfiff er in der 2. Liga und war 3 Jahre hintereinander der Beste. Nicht nur durch die Diskussionen der vergangenen Wochen. Das Schiedsrichterdasein wird ständig durch Kritik erschwert. Daran hat sich auch das größte Nachwuchstalent in der Branche der Schwarzkittel längst gewöhnt. Mit Sicherheit macht man sich nach einem Spiel schon seine Gedanken und das geht oft auch mal leicht an die Psyche dran. Aber den Tag später muss es alles vergessen sein, wenn die Nacht durchgeschlafen ist, dann muss man wieder der Alte sein. Ob da Fehler im Spiel waren und wir Schiedsrichter, wir machen auch Fehler und das geben wir ganz ehrlich zu, einen Tag später oder die Woche darauf muss das alles vorbei sein. Man muss das wegstecken können. Auch beruflich steht Markus Merck unter voller Anspannung. An der Universität Köln studiert der Pfälzer Zahnmedizin. Der Verlauf seines Studiums ist fast ein Spiegelbild seines Aufstieges als Schiedsrichter. Markus Merck wird sein Examen innerhalb der Regelstudienzeit von 10 Semestern ablegen. Momentan ist er zu Hause in Kaiserslautern, mitten in den Vorbereitungen auf die Prüfungen. Im Dezember soll das Studium abgeschlossen sein. Wegen der Prüfungen hat er Spiele in unteren Klassen abgesagt. Jung, dynamisch, erfolgreich, Markus Merck hat viele Neider. Die haben ihn immer besonders motiviert. Auch bei seiner ganz besonderen Liebe, dem Marathonlaufen. Schon 2-mal quälte er sich beim Bieler Supermarathon über 100 Kilometer ins Ziel. Über die 42-Kilometer-Distanz steht seine Bestzeit bei 2 Stunden und 44 Minuten. Eine Leistung, von der so mancher Bundesliga-Kicker nur träumen kann. Das Laufen ist für Markus Merck auch ein Teil der Vorbereitung für seine Schiedsrichtereinsätze. Letzte Kontrolle der Ausrüstung. Dann war der Jungschiri für uns tabu. Der Deutsche Fußballbund schirmte ihn in Bochum ab und gestattete vor dem Anpfiff keinen Kontakt. Der jüngste Unparteiische der Bundesliga sollte sich mit seinen beiden Linienrichtern ganz in Ruhe und ohne Kamera auf sein Debüt konzentrieren. Samstag, 15.33 Uhr. Merck, locker und entspannt, kurzer Blickkontakt zu den Kollegen an der Seitenlinie, Anpfiff. Daumen drücken für sich selbst und auch Kommilitonen aus Köln gaben moralische Unterstützung. Die Tatsache, dass viele Augen auf ihn gerichtet waren, belastete Markus Merck überhaupt nicht.
Seine guten Laufeigenschaften hielten ihn ständig auf Ballhöhe. Die Zusammenarbeit mit Roland Schäfer und Thomas Leimert an den Seitenlinien klappte hervorragend. Merck trat nie besonders in den Vordergrund. Seine Gestik glitt nie in Selbstdarstellung ab, sondern nur ins Zweckmäßige. Er wirkte beruhigend auf Spieler ein und schaffte es sogar, von einer Ausnahme abgesehen, den hitzköpfigen Uerdinger Trainer Rolf Schafstall auf der Bank zu halten. Nur zweimal trat der Kaiserslauterer ins Rampenlicht, dann nämlich, als er zu Recht gelbe Karten zog. Der DFB-Schiedsrichterbeobachter wird an ihm seine Freude gehabt haben. Merck traf keine merkwürdigen Entscheidungen, bemerkte tatsächlich alles und veranlasste die Trainer zu positiven Bemerkungen. Ich meine, man muss mit dem Schiedsrichter, gerade wenn sie neu anfangen, doch viel Geduld haben. Man muss das ein oder andere auch mal entschuldigen können. Ich muss sagen, der Schiedsrichter hat seine Sache ausgezeichnet gemacht. Er hat ordentlich gepfiffen und wir können also voll und ganz mit der Leistung des Schiedsrichters heute zufrieden sein. Auch den Zuschauern hatte der Neue in der Bundesliga gefallen. Ja, mir hat sehr gut gefallen an dem Schiedsrichter, dass er ganz konsequent durchgepfiffen hat und dass er ganz eindeutig das Spiel beherrschte. Ich würde sagen, bis auf Kleinigkeiten war in Ordnung. Ich finde, mein Schiedsrichter, der nicht auffällt während des Spiels, ist ein guter Schiedsrichter. Und es war gute Leistung. Bei aller Anerkennung seiner Leistung, Markus Merck hatte über 90 Minuten auch das Glück des Tüchtigen. Die Profis aus Bochum und Uerdingen waren faire Partner. Nur eine Abseitsstellung im ganzen Spiel und keine einzige zweifelhafte Szene in den Strafräumen. Markus Merck war glücklich. Ich möchte mich nicht selbst beurteilen, das obliegt anderen Leuten. Ich kann nur mein Gefühl schildern. Ich fühle mich wirklich sehr gut. Und ich glaube, für mich als Sportler ist es wirklich der schönste Tag in meinem Leben bisher. Den Spielball haben ihm die Bochumer als Andenken geschenkt. Markus Merck darf in der Bundesliga also gerne wiederkommen.